Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Riding Out aus der Beta. So, ich habe jetzt noch keine Bauvorschläge gelesen, die ich jetzt momentan umsetzen wollen würde. Einen, den ich gelesen hatte, war, ob ich nicht einen Springparcours in der Halle aufbauen kann. Das werde ich aber erstmal noch nicht tun, weil ja definitiv noch Hindernisse reinkommen. Und da müsste ich ja alles wieder abreißen. Deswegen werde ich, ist jetzt sowas noch nicht irgendwie angestrebt. Ich schnappe mir jetzt einfach mal Coffee. Und dann sammeln wir noch mal ein bisschen was von dem Holz ein, von dem vielen, was noch in der Mine liegt, und verkaufen das. Ich strebe ja immer noch meine ersten 100.000 an. Und ihr sollt live dabei sein. Ah, das war jetzt blöd. Nee, ich würde sagen, ich mache direkt mit den Fragen weiter. Und zwar hatte ich noch eine Frage gehabt, die ich ja nochmal, wo ich nochmal nachhören musste. Ob, wenn die Pferde altern, dass man sie auch irgendwann nicht mehr reiten und auch insbesondere nicht mehr springen kann. Vielleicht wegen Ermüdungserscheinung der Knochen, der Muskulatur und so weiter und so fort. Da muss ich aber selber erstmal noch auf eine Antwort warten. Da konnte ich noch nichts Genaues zu mitgeteilt bekommen. Ist natürlich auch eine sehr spezifische Frage. Viele Sachen, die ihr vorschlagt... Ich muss schon wieder die Musik leiser machen. Viele Sachen, die ihr vorschlagt, sind vielleicht selber noch nicht unbedingt so auf dem Schirm gewesen vom Team. Es ist ja doch verflixt komplex, was man da alles programmieren kann. Und von daher ist es gar nicht mal schlecht, wenn ihr so spezifische Fragen stellt, weil dadurch kommen nämlich dann auch noch wieder neue Ideen und Vorschläge fürs Spiel. So, deswegen, das kann ich noch nicht genau beantworten. Dann hatte ich noch die Frage, ob man seine Pferde auch einflechten kann oder ob man generell Mähne und Schweif ändern kann. Einflechten wird wohl möglich sein, auch das Ändern wohl irgendwie, aber nicht in dem Stile, wie es bei SSO ist. Das wird wohl irgendwie anders ablaufen. Wie genau, dafür steht noch nichts, aber es wird jetzt nicht so sein, dass man einfach irgendwo zu einem Friseur reitet und sagt, so, die Mähne will ich jetzt haben. So wird das nicht ablaufen. Nächste Frage, wird es alle Arten von Trensen geben? Mexikanische, hannoveranische, englische, englisch kombinierte, Hackamore und so weiter und so fort. Und da ist im Endeffekt, keine Grenze gesetzt. Also es wird natürlich nicht alles von Anfang an drin sein, das ist klar. Das ist natürlich recht kompliziert, das auch alles, wirklich das detailliert reinzubringen. Das muss man ja auch erstmal alles designen, dass es auch wirklich realistisch aussieht. Aber prinzipiell spricht da natürlich nichts gegen. Hoppala. So. Zack, zack, zack. Nächste Frage. Wird man beim Sattelzeug auswählen können, ob zum Beispiel Western, Englisch oder was auch immer? Und wird man sich selbst Satteldecken designen können? Auswählen wird definitiv möglich sein. Weil es ja auch die verschiedenen Disziplinen gibt. Und Satteldecken selber designen können wird man nicht, weil das Team, da wurde auch schon mal gefragt, ob man vielleicht auch eigene Pferdefarm oder sowas reinbringen kann. Das wird nicht möglich sein, weil man dem einfach entgegenwirken möchte, dass auch womöglich irgendwelche Fantasiesachen reinkommen wie rosa Pferde oder sowas. Da wird es dann wirklich nur die Sachen geben, die das Team designt. Und eigene Designs werden nicht möglich sein. Was ich persönlich sogar sehr gut finde, weil ich es einfach nicht mag, wenn irgendwas zu unrealistisch wird. Und ja, so ein bisschen was würde ich hier gerne von dem Eisen auch wegpacken. Das liegt mir nämlich sonst ein bisschen zu blöd im Weg rum. So, es wird schon wieder langsam dämmerig hier. Mensch, das geht immer so schnell. So. Also hier so eine Reihe mache ich mal noch voll und dann würde ich sagen, schnappen wir uns das Holz und reiten zum Zaunklauer. Wenn ich weiß, was gemeint ist, dann solltet ihr nochmal meine alten Folgen schauen. Da raschelt der Hund, ich bitte um Entschuldigung. Nächste Frage war, ob man Gestützzeichen, wie also sowas wie Abzeichen auf die Schabracke draufpacken kann, für Turniere und so weiter und so fort. Und das wird möglich sein. Ob jetzt das Gestüt ein eigenes Emblem bekommt, ob man das machen kann, das steht noch nicht fest. Was aber reinkommen soll, ist, dass die Reitclubs, die man erstellen kann, dass die ein Emblem bekommen werden, was man selber sich aussuchen kann. Und da wird es dann auf jeden Fall auch möglich sein, das Emblem so auf seine Satteldecke draufdrucken zu lassen, quasi draufdrucken zu lassen. Das wird möglich sein.
So, wie das jetzt aber ist, ob man vielleicht aus einer Anzahl, aus bestimmten vorgefertigten Bildern auswählen muss, wie es zum Beispiel bei Alicia Online ist, wo man dann sein Gildenbanner daraus erstellen kann, sein Clubbanner, oder ob man da ein eigenes PNG vielleicht hochladen kann, das weiß ich allerdings nicht. So, und jetzt gucke ich mal, dass ich hier das Holz stapel. Wir sind kein Hochstapler, wir sind ein Holzstapler. So. Oh jemine. Ich hier wieder. Ich habe da irgendwie Probleme mit dem Holz. Es ist irgendwie nicht so ganz meins. Mit Eisenstapeln, da komme ich besser klar. Muss ich wirklich sagen. Aber ich hoffe, so geht es. Ja, prima. So hält das. Wenn ich erst mal den Anfang habe, dann geht es schon viel besser. Nächste Frage war, kann man Horsemanship machen? Horsemanship ist doch mehr oder weniger eine Art der Bodenarbeit, wenn mich jetzt gerade nicht alles täuscht. Es gibt doch auch Horsemanship-Aufgaben beim Western, oder? Oder heißt es anders? Heißt es anders? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall, Bodenarbeit und sowas wird möglich sein. Von daher, im Endeffekt dann ja auch quasi Horsemanship. So, wie aber die Horsemanship, wie aber die Bodenarbeit aussehen wird, das kann ich noch nicht sagen. Dazu ist noch nichts bekannt. Nächste Frage. Kann man auch mit Sattel reiten? Momentan noch nicht, aber das Team bringt natürlich noch Sattel rein. War jetzt aber für den Anfang noch nicht das Wichtigste. Man wollte erstmal schauen, dass man überhaupt schon spielen kann. Um eben auch die Möglichkeit zu haben, zum Beispiel Fehler mit aufzudecken und zu entdecken, um da das Team ein bisschen zu unterstützen, dass sie auch wissen, woran sie arbeiten müssen. Aber die Ausrüstung kommt definitiv rein und vielleicht müssen wir uns da auch gar nicht mehr so lange drauf gedulden. Bin ich mal gespannt. Da kamen nämlich schon so viele Nachfragen nach, dass ich mir vorstellen könnte, dass das Team da auch relativ mit Hochdruck schon dran arbeitet. So, zack. Nächste Frage. Ach nee, das war was, was sich wiederholt hat. Genau, das, ob man auch Western reiten kann. Also wie gesagt, das ist Western reiten ist möglich. Es wird da auch entsprechendes Sattelzeug für geben, wenn wahrscheinlich auch nicht direkt zu Beginn. Aber es wird kommen. An alle Western-Fans hier unter euch. Eine Frage habe ich noch, die ich schon beantworten kann. Dann hört es auch schon wieder auf. Aber bei den anderen Fragen muss ich erst noch auf Antworten warten. Gott, was bin ich heute schnell mit den Fragen hier? Ist ja schlimm. Ich weiß ja gar nicht mehr, was ich machen soll gleich, außer Holz stapeln und dumm labern. Ich meine, dumm labern kann ich. Holz stapeln mehr oder weniger, aber. Nächste und damit für heute letzte Frage. War, ob bei jedem Spieler die Welt eigentlich gleich aussieht oder ob die sich zufällig generiert und immer anders aussieht. Das ist so, dass das eine fest designte Welt ist, die sich bei den Spielern nicht unterscheidet, aber jeder hat natürlich die Möglichkeit, das selber für sich zu designen, zu gestalten, die Häuser in der Stadt einzurichten, sich eigene Häuser zu bauen, sich eigene Ställe zu bauen. Von daher, wird trotzdem jede Welt auf ihre Art und Weise einzigartig sein, wenn man dann erstmal ein bisschen was gebastelt hat. Aber am Start, da ist alles hundertprozentig leicht. Da hat keiner irgendwie irgendwelche anderen Bedingungen, was man jetzt sagt, was weiß ich. Oh, der hat aber eine schöne gerade Fläche, da kann man noch viel besser drauf bauen als bei mir. Sowas gibt es nicht. Also es ist alles identisch. Es ist alles genau gleich von Spieler zu Spieler. Den natürlichen Gegebenheiten. Boah, guck, es gibt wieder richtig, richtig Fettkohle. Nino? Super. Es ist auch perfekt da drin. Das auch. Ja, das dachte ich mir schon, dass das nicht geht, weil ich das nicht ordentlich drunter gepackt habe. Das sind eher in die ganzen anderen Holzscheitereien. Das kriege ich noch unter. Kriege ich hier vielleicht auch noch eins hin? Dann haben wir wieder einiges, was wir heute wegbringen können. Mensch, guck mal.
Boah, das haben wir ganz schön geräumt hier, der Stapel. Krass, krass, wir waren ganz schön fleißig. So. Also wie gesagt, die anderen Fragen, die ich hier noch habe, die kann ich leider noch nicht beantworten. Oh, die kann ich leider noch nicht beantworten. Da muss ich selber noch auf Antworten warten. Allerdings bin ich heute erst sehr, sehr spät dazu gekommen und die Folge nach euren Fragen zu durchforsten. Und dementsprechend habe ich da auch nicht mehr mit Antworten seitens Caro gerechnet. Weil irgendwann muss die Gute sich ja auch mal ein bisschen ruhen. Die ist immer so fleißig und beantwortet so viele Kommentare in der Community, generell im Forum, auf Facebook, dann noch immer mein Gesülze, was ich dann noch von mir gebe. Weil neben dem, was ich an von euren Fragen weiterleite, habe ich natürlich auch noch immer jede Menge Sachen, die mir auf dem Herzen liegen und die ich entweder fragen muss oder loswerden muss. Und ja. So. Ja, dann sind wir jetzt gleich beim Hausbesitzer. Wir hatten jetzt übrigens schon länger keinen Nebel mehr. Es wurde sich ja anfangs immer so darüber beschwert, dass das fast nur noch Nebel ist. Und das hat das Team eigentlich ganz gut hinbekommen, weil ich finde, so das Verhältnis zwischen klaren Tagen und Tagen mit Nebel ist tatsächlich dem realen Leben ganz gut nachempfunden. Verbessert mich, wenn ich mich täusche, aber ich meine, dass das ganz gut passt. Und ich finde es auch super, dass es in der Entfernung so ein bisschen diesig ist jetzt, weil das hat man ja auch ganz, ganz oft. Ich meine, wann hat man schon mal so einen 100% klaren Tag, wo man bis sonst so gucken kann? Das ist ja eigentlich relativ selten. Und von daher finde ich das hier auch top umgesetzt. Muss ich wirklich hier nochmal ein Lob aussprechen. Koffee geht ab. Warte mal, wie viel haben wir jetzt? 48, also sagen wir 49.000. Zack, alles abgegeben. Boah, guck mal, 3.000 haben wir gerade wieder gemacht an Münzen. Das ist doch echt nett. Meine Maus ist weg, da ist meine Maus wieder. Ja, nice. Nice, nice. Oh, das ist auch wieder so schön hier mit den Lichtreflexen. Ja, ihr Lieben, damit würde ich mich für heute auch von euch verabschieden. Ich schaue, was ich für morgen noch an Fragen beantworten kann. Wir hören uns dann natürlich auch, wie gesagt, morgen wieder. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Macht's gut, habt einen schönen Samstag. Wir hören uns morgen. Ciao.